Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind jetzt gerade mit dem Bus hochgefahren hier nach San Giacomo und werden jetzt von hier auf den Monte Baldo steigen. Und zwar genauer gesagt auf den Altissimo Denago. Viel Spaß mit dem Video. Von San Giacomo aus starten wir unsere Tour auf den Monte Altissimo Denago. Zunächst folgen wir dabei dem Forstweg. Biegen jedoch schon bald dann rechts ab auf einen Steig, welcher uns quer über die Wiese in einen Wald hineinführt. Wir verlassen den Wald und erreichen einen Weidezaun mit Drehkreuz. Wir passieren einige Pferde und können nun das Gipfelplateau von Monte Altissimo in der Ferne bereits erkennen. Am nächsten Wegabzweig halten wir uns jedoch rechts, um zunächst noch zum Monte Campo aufzusteigen. Kurz vor dem Gipfel gilt es dann noch einen Zaun zu überqueren. Am Gipfel genießen wir kurz den Ausblick gen Norden ins Etschtal sowie nach Süden auf die Hochebene von Monte Baldo. Gegenüber ist auch der breite Bergrücken von Monte Altissimo sowie die am Gipfel gelegene Hütte bereits deutlich zu erkennen. Kurz steigen wir bergab über die Kuhwiese zum Malga Campo. Beim weiteren Aufstieg zum Monte Altissimo war es dann vor allem auch die Flora und Fauna zu beeindrucken. Da der Monte Baldo zur Eiszeit nicht mit Eis bedeckt war, beherbergt dieser über 1600 verschiedene Pflanzenarten. Über den Steig steigen wir dann weiter bergauf und erreichen den Bergrücken von Monte Baldo, von wo wir bereits den Ausblick in Richtung Arco und Brenta Dolomiten genießen können. Dann geht es weiter am Bergrücken entlang nach oben. Die Berghütte am Gipfel ist dabei bereits stetig zu sehen. Kurze Zeit später erreichen wir dann die Rifugio Damiano Chiesa. Vor der Einkehr geht es für uns jedoch zunächst hinauf zum Gipfel, um von dort den Ausblick auf den Gardasee genießen zu können. Aus lohnt sich auf jeden Fall noch ein kurzer Abstecher in Richtung Gardasee. Denn nur ein paar Meter unterhalb liegt der See einem dann direkt zu Füßen. So, wir sind jetzt oben angekommen am Gipfel von Monte Baldo. Genießen hier wieder den schönen Ausblick auf den Gardasee. So wie vor 2 Wochen. Nur halt ohne Nebel diesmal. Mit etwas mehr Blick. Und auch eine Ecke wärmer, würde ich sagen. Ja, jetzt genießen wir noch ein bisschen den Ausblick hier und dann geht's gleich rüber zu der Rifugio Altissimo. Und dann was gibt's bei euch? Weltbeste Nudeln, habe ich gehört. Bestellen wir die. Vorbei am Gipfel geht es für uns zurück zur Berghütte, wo wir uns wieder mal Spaghetti al Ragù gönnen. Vom Gipfel des Monte Altissimo steigen wir dann wieder bergab. Der Abstieg führt uns über die Forststraße sowie einige Abkürzer bergab bis zum Bocca del Crea. Hier biegen wir dann links ab auf den Abstiegsweg in Richtung San Giacomo. Nach dem Abstieg durch den Wald erreichen wir die Straße und folgen diese dann zurück zu unserem Ausgangspunkt.